nach Worms reisen. Spielbeginn bei Wormatia Worms dann um 14 Uhr. Und das nächste Heimspiel in der Regionalliga. Wieder Flutlicht, Freitagabend, 16. September um 19 Uhr. Dann heißt es hier FCN gegen FC Astoria Waldorf. Wir haben eine bessere Torsche als aus Schüttel und normal müssen wir hier nicht sicher vom Platz gehen. Menschen Glück habe ich gerade auch schon von Simon Frank gehört. Müsst ihr euch das halt erarbeiten dann oder kommt von selber wieder? Ich hoffe, dass wir selber kommen, weil wir dann mal nicht dauern. Ich denke, wir kriegen einfache jede Torbe und vorne müssen wir alles zu hart erarbeiten. Werdung hat es, wir haben zu viele Chancen gehabt, aber ja, die Mannschaft, die hat das also super gemacht. Und ja, wir müssen einfach arbeiten, die Tore machen und dann kommen die Punkte von alleine. Ich präsentiere Sie in die Pressekonferenz des heutigen Spiels, zu der ich Sie nochmals recht herzlich willkommen heiße. Herzlich willkommen natürlich auch an beide Trainer, an Sebastian Gunkel vom VfB Stuttgart 2 und unseren Trainer Jubi Trollinger. Herr Gunkel, würden Sie mir recht geben, dass heute die glücklichere Mannschaft den Punkt geholt hat und nicht die bessere? Ich glaube, wir haben hier erstmal eine ganz, ganz tolle Kulisse vorgefunden. Das war ein erwarteter Kampf. Das war ein gutes Spiel, auch mit vielen Chancen für die Zuschauer. War es sicherlich ein sehenswertes Spiel. Wir haben sehr gut angefangen. Wir gehen also in Führung, ein bisschen glücklich, sicherlich in der Szene. Das Spiel dann eigentlich im Griff, verteidigen aber dann nicht gut, lassen einen Eckball zu, der dann zum Gegentor führt. Das war ärgerlich, da muss man sagen, in der ersten Halbzeit hat Nöttingen einige Konterchancen, das haben sie gut gemacht, wurden nicht belohnt. Wir haben es in der zweiten Halbzeit ein bisschen korrigiert, haben die Konter besser verteidigt und dann selbst Möglichkeiten in unseren Konteraktionen gehabt, gehen wieder 2-1 in Führung und dann sind wir natürlich dann auch ein Stück weit enttäuscht, die Jungs sitzen in der Kabine, sind enttäuscht. Wenn man zweimal Führung ist, dann will man so ein Spiel natürlich auch gewinnen. Nöttingen hat nicht aufgegeben, alles eingebracht und von ihrer Seite denke ich auch, dass 2-2 dann ein Stück weit verdient. Wir ärgern uns, aber wir gehen nicht als Verlierer vom Platz. Wir haben immer einen Punkt geholt, ein Auswärtsspiel gegen den Gegner, der uns alles abverlangt hat. Spielerisch war es gut und nicht so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht haben. Haben Sie die rote Karte am Schluss gesehen? Haben Sie was mitgekriegt? Nein, habe ich wirklich gar nicht mitgekriegt. Also ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht ein Handelfmeter sein könnte. Das ist schwer zu beurteilen in so einem Spiel, was danach passiert ist, habe ich leider nicht gesehen. Wir werden uns beide Szenen auf dem Video nochmal angucken und das dann bewerten. Also die Entscheidung sind aber natürlich gefallen vom Schiedsrichter und wollen wir sehen. Danke, Herr Gunkel. Juli. Sowohl der Leo als auch der Mario haben, glaube ich, gerade gesagt, uns fehlt noch ein bisschen das letzte Wändchen Glück im Anschluss. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben ein sehr intensives Spiel heute gesehen. Auch mal ganz großen Dank für die vielen Zuschauer, die heute da waren. 1300, das haben wir diese Runde noch nicht. Wie der Sebastian schon sagt, wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen, die Stuttgarter waren besser, aber ich glaube, das ist ja auch klar. Als ich die Aufstellung gelesen habe, waren da Namen, die ich eigentlich noch nicht gelesen habe. Und denke mal, dass es dann die von den Profis waren. Ich meine, ich habe das ja immer gespielt, ich weiß, wie das ist, wenn dann Profis zur Hilfe kommen, aber das ist halt nun mal so. Wir waren darauf dann eingestellt, haben aber wie gesagt die Anfangsphase nicht so gut gespielt. Sind dann erst ins Spiel gekommen, nachdem wir das 0-1 hinten drin hatten. Kann man auch sagen, glücklich aus einer Ecke, das 1-1. Sind aber dann am Drücker, haben große Konterchancen, müssen eigentlich die ersten Halbzeit eigentlich schon in Führung sein. Und in der zweiten Halbzeit haben wir wieder einen grandiosen Fight erlebt, auch nach dem Rückstand wieder einen Nackenschlag. Wir stehen wieder auf und
Laufen, Kämpfen, einer für den anderen und es ist einfach großartig. Ich weiß, jetzt sitzen da draußen wieder irgendwelche und sagt, der Kollege, der erzählt immer das Gleiche, aber ich kann mich da eigentlich von Woche zu Woche nur wiederholen, was die hier abliefern. Das ist einfach grandios. Und kämpfen füreinander, laufen füreinander, das ist eine Mannschaft und ich bin stolz auf sie, muss ich sagen. Das, was sie, wie gesagt, Woche für Woche abliefern, auch wenn sie jeden Tag dann immer arbeiten müssen. Und ich weiß, wie schwer das dann ist, wenn man dann abends ins Training kommt und kaputt ist von der Arbeit. Aber wie gesagt, das machen sie grandios. Und ich sage sogar, dass wir eigentlich einen Sieg verdient hätten, weil wir die klareren Torchancen heute hatten. Und wie der Mario und der Leo richtig sagen, uns fehlt dann noch das Gefällchen Glück. Vielleicht beim Schuss von Mattia, wo er abgefälscht ist. Ich denke mal, dass der hinten einschlägt, dann steht es 3-2. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ganz starker Fight von meinen Jungs. Und wir regenerieren jetzt. Und am Sonntag geht es dann in Wormsweier. Danke. Gibt es Fragen von Seite der Presse an die beiden Trainer? Wir haben Nico. Nico hier. Dann wiederhole ich die eben gestellte Frage auf dem Podium an den anderen Trainer, nämlich an den Nöttinger Trainer. Haben Sie die rote Karte gesehen oder haben Sie auch nichts gesehen? Ich habe gar nichts gesehen, muss ich sagen. Ich habe nur gesehen, ich habe einen Ball hinterher geschaut und der war auf einmal raus und irgendwie hat der Schiedsrichter dann das Spiel unterbrochen. Ich habe jetzt gerade eben noch mal mit dem Team gesprochen, er hat gesagt, er hat ihn umgeschubbt. Kann ich aber nichts sagen. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, muss man sich noch mal auf den Bildern anschauen. Okay. Passiert halt. Gibt es weitere Fragen? Herr Kollinger, woran hat es gelegen, dass die Mannschaft in der ersten und in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach auch ein bisschen gebraucht hat, um so richtig ins Spiel reinzukommen? Ja, gut, am Anfang war auch ein bisschen der Respekt da, auch vielleicht vor den Namen von den Zweitligaspielern, was aber auch völlig normal ist. Wir kannten die nicht und dass die Stuttgarter spielerisch uns überlegen sind, ich glaube, das ist ja klar. Wie gesagt, die verdienen da damit tägliche Geld und nicht gerade wenig. Von daher war das uns eigentlich klar. In der zweiten Halbzeit haben sie umgestellt, haben sie noch einen zentralen Mittelfeldspieler mehr ins Spiel genommen. Und da hatten wir auch brauchen mehr ein bisschen Zeit, bis wir uns da umgestellt haben. Weiter fragen? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich glaube, von den 1400 Zuschauern, die heute da waren, da glaube ich, da kommen doch die meisten wieder, wenn wir am Freitag in einer Woche hier den FC Astoria Waldorf erwarten.